bisschen unnötig, wie er hatet. Also er ist ja unnormal am Schießen. Gegen Justins optische, gegen die Peso-Quali, er schießt ja jetzt gegen alles da gefühlt und nicht nur gegen die Nachmacher angeblich. Hä, hey, what the fuck, was ist das denn jetzt? Du kannst doch nicht sagen, schick mir eine stornierte Bestellbestätigung und ihr kriegt dann Rabatt von mir, was ist das denn, Alter? Hä, hey, war Max nicht derjenige, der so Off-White-Hoodies und so als Fake hatte damals? Oder hab ich das falsch mitbekommen? Ja, safe wünscht Max ihm weiterhin alles Gute, wenn er möchte, dass man ihm Storno-Bestätigung schickt. Hä? Ich würde sagen, wir gehen jetzt in das Video von Max. Ich will mir das angucken. Und zwar, mir reicht's, Justin ist zurück und klaut. Wieder. Ansage an Justin. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus will, was er jetzt vorhat, aber ich will es mir angucken. Ich glaube, das ist unterhaltsam, ich will mir das angucken. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Boah, ich bin gespannt. Da kommt mir echt... Max ist voller BS, kannst du dir nicht geben, was meinst du mit BS? Was sagen in die Kommentare? 877 Likes, okay, ist eigentlich gut. Man sieht, wie viel Liebe und Qualität man Max bietet, Qualität und Sachen, YouTube-Beefen und so. Qualität und Liebe zu Produkten, hä, ist eigentlich nur positiv. Wenn wir jetzt nicht vergleichen mit anderen Marken, Qualität wird zu Max reingesteckt, okay. Schon mal gespannt. Also das ist so ein Scammer, da kommt mir echt... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist so ein Scam und Verarsche, abgesehen von den Rip-Offs der Designs. Ja, liebe Freunde, wir haben es mitbekommen. Justin ist nach langer kreativer Pause wieder zurück, um das Gleiche zu machen wie immer. Kleptomanie im Designfragen. Unsere Copycat Justin hat sich eigentlich kaum verändert. Justin! Bis auf die paar bunten Kleckse, die er da jetzt an dem Unterarm hat. Männer, die älter ausschauen wollen, lassen sich am Bart wachsen. Das geht bei Justin nicht. Dementsprechend muss es... Digga, Max, bisschen salty unterwegs anscheinend, okay. ...sich da seine LFDY Saints Logos auf den Unterarm tätowieren. Ich bin tätowiert, das ist kein... Ich finde die Tattoos aber low-key hart. Also ich finde, das hier, weiß ich nicht, muss ich so richtig sehen. Aber das wäre mir ein bisschen zu groß. Ich finde aber den Jesus sehr, sehr hart. Ich finde den Jesus, der Jesus ist sehr geil. Henna. Ich bin nicht gläubig, deswegen wäre es jetzt für mich nichts, aber... Wäre ich jetzt gläubig oder so, ich finde den schon cool. Das oben weiß ich nicht, unten weiß ich auch noch nicht, aber der Jesus ist geil. Das ist, sind ein paar Tattoos dazugekommen. Jetzt schaut er halt nicht viel älter aus, sondern eher wie ein U17 Kreisligaspieler. Ich finde mich selbst auch tatsächlich sehr unterhaltsam. Habe ich LFTY Saints gesagt? Peso Saints? Ich kann das immer so schwer unterscheiden, für mich ist das einfach das Gleiche, aber ich glaube LFTY waren die mit den eigenen Ideen. Das ist dreist. In seinem neuen Video lässt er uns Gott sei Dank von oben herab, wie es für einen Boss nun mal so Sache ist, wissen, dass er die Zeit genutzt hat für eine kreative Pause. Er hat mal ein bisschen mehr gearbeitet. Ich war früher gar nicht so oft im Office. Als ich mit Peso angefangen habe, so, wir haben uns ein, zweimal im Monat zusammengesetzt, Kollektion besprochen und so weiter. Ja. Man muss auch nicht sonderlich viel machen, weil man einfach nur die Arbeit von anderen kopiert, oder? Aber jetzt ist mein Anspruch an die Sachen, die ich rausbringe, so viel höher, sodass ich irgendwie gar nicht anders kann und mir irgendwie selber sauer, weil wenn ich nicht bis, keine Ahnung, 18, 19 Uhr im Office rumhängen würde. Aber da hat er anscheinend viel Zeit in Research investiert, um zu schauen. Also er will anscheinend irgendwie darauf hinaus, dass Justin was nachgemacht hat. Bin ich aber gespannt. Was es noch so am Markt gibt und was man einfach eins zu eins übernehmen kann, vielleicht noch Peso drunter schreiben und dann fertig. So nicht, Mini. Oh, geile Quali. Jung. Das haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Ich möchte jetzt nicht extra aufrollen, die unzähligen Marken wie CPFM. Mhm. Gebe ich Max. Oder auch Root. Mhm. Und viele. Ah, den gebe ich auch. Der weitere. Also jetzt wird jetzt absolut den Rahmen sprengen. Aber Jungs, das ist jetzt Sachen aus 2019, 2020, die er hier rausholt, weiß ich jetzt nicht, ob man das machen muss. Also, ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Ja, da gibt es ja auch mehrere Episoden von den Ehrenmännern Andy und... Von den Ehrenmännern. ...Böd, die das immer wieder aufgedeckt haben. Das ist für alle nichts Neues. Was viele aber vielleicht noch nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, weil MEM jetzt nicht unbedingt so groß ist wie Root oder Cactus Plant Flea Market, Justin oder beziehungsweise das LFTY-Team bedient sich gerne mal auch an Konkurrenten, die vielleicht nicht so weit außerhalb der eigenen Landesgrenze sind. Und das haben wir bei MEM auch immer wieder verfolgt. Also will Max jetzt sagen, dass Peso bei MEM klaut? Okay. Aber was denn? Als MEM Mexican Standoff rauskam, haben wir unter anderem auch mit einem Pferd geshootet, um diesen Western-Vibe zu catchen und sehr viel Aufwand in die Videoproduktion reingeschickt. Und ein halbes Jahr später kommt Justin daher mit einem Pferd. Mit der gleichen Idee für Basic Instinct musste natürlich auch ein Pferd her. Ja, okay, aber Bro,
wenn du halt eine Western-Kollektion machst, dann bleiben dir jetzt nicht so viele Stilmittel über. Also, da wird mir auch als erstes ein Pferd in den Kopf kommen. Das ist ja wie, wenn ich jetzt eine Racing-Kollektion mache und auf einer Rennstrecke shoote und dann shootet irgendwer anders auch seine Racing-Kollektion auf der Rennstrecke. Das ist ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das, ob man dem geben kann. Das hat bei MBM schon so gut ausgesehen und dadurch, dass das hier so gut funktioniert hat, hat man das einfach so weitergemacht. Da kann man sich auch schon mal selber auf die Schulter klopfen. Viele von euch erinnern sich natürlich noch an die Kollektion Erotica, wo hier wirklich mit einer gezielt akzentuellen Erotik gearbeitet wurde, aber auch mit einer gewissen Eleganz in der Burlesque-Form. Ja, halbes Jahr später haben wir es dann einfach auf Club in der Peso Explicit-Kollektion gesehen. Selbes Thema aufgegriffen, hat ja bei MEM gut funktioniert, das können wir einfach eins zu eins übernehmen. Okay, aber, also, weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass MEM die erste Brand war, die mit Stripclubs, Bordellen, dieser ganzen Burlesque-Thematik gespielt haben. Also ich denke jetzt nicht, dass Max das erfunden hat. Max wird sich auch irgendwo inspiriert haben. Und Justin wird sich irgendwo inspiriert haben. Ob es jetzt Max war, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber es sind jetzt keine Vergleiche, wo ich hier sagen kann, Alter, geisteskrank geklaut, wie kann er sowas machen? So, Bro, keine Ahnung. Ich kann es auch verstehen, weil es fehlt mir auch tatsächlich ein bisschen. Und jetzt, 2 Jahre später, wieder derselbe Fall. MEM stellt letztes Jahr im November Insomnia vor mit einer neuartigen Enzymwaschung und am Black Friday nochmal mit 3 eigenen Farben. Anhand dieser Waschung, die wir 1 Jahr lang vorbereitet haben, wo wir 1 Jahr lang Prototypen erstellt haben und wirklich den genau richtigen Effekt für das Produkt, so wie es auch hier jetzt in der Beige-Form mit dem leicht Acid. Ich muss aber sagen, Max Hoodie sieht sehr geil aus. Ich finde, der Hoodie sieht auch die Shorts, also Shorts ein bisschen kurz, aber er sitzt auch am Sitzen. Aber ich finde, der Hoodie sieht schon ganz cool aus. Leichten Acid-Look schon seht, an dem wurde sehr, sehr lange gearbeitet. Wir haben unsere neue Kollektion Colors of MEM gelauncht, die auf jetzt momentan für euch verfügbar ist auf MEM-WM. Die Werbung nochmal schön mitnehmen, stark. Kommt in 6 verschiedenen Farben. Und genau jetzt kommt natürlich Peso daher mit genau derselben Idee. Warte mal, was sagen wir jetzt dazu? Also will Max jetzt sagen, dass Justin die Waschung von ihm nachgemacht hat, oder wie? Also soll jetzt auch dann, keine Ahnung, Root oder so sagen, boah Jan, du hast ein Stonewashed-Shirt rausgebracht. Nachgemacht. Also ist jetzt jede Brand, die Produkte in Sunfaded-Optik rausbringt dieses Jahr, MAM-Nachmache oder wie? Trendvision ist MAM-Nachmache. Signlocked habe ich auch gesehen, macht Sunfaded-Sachen, auch MAM-Nachmache. Also ist jetzt, oder wie? Ist es jetzt die Waschung, die ihn triggert oder was? Okay. Ja, keine Ahnung. Boah, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, aber. Ich finde, dass der Hoodie von Max. Bringt Produkte raus mit Warte. Washo. Man bedient sich einfach an der kreativen Arbeit. Ich finde, der Hoodie von Max sieht aber auch ganz anders aus. Der hat ja hier noch so richtig so Dinger mit drin und so. Ich finde, die Waschung sieht ganz anders aus als. Ich habe doch den Peso-Ding sogar hier. Ich habe den noch hier. Warte, eine Sekunde. Also will Max mir jetzt sagen, dass der Hoodie hier die OG-Version, sage ich mal, von dem Hoodie hier ist, oder wie? Also das ist der Peso-Hoodie und Max seiner ist die OG-Version. Also, meine Meinung dazu ist, dass Max das 0,0 juckt und Max auch ganz genau weiß, dass er vielleicht ein bisschen übertreibt und das einfach gerade so ein bisschen als Promo-Marketing mitnimmt, was ja auch vollkommen legitim ist, kann er ja machen. So wie es aussieht, hat er seine Kollektion jetzt vor kurzem gedroppt. Ist halt schlaues Marketing, ne? Der Boy weiß, wie man Marketing macht, wie man im Gespräch bleibt. Ich denke eher, das ist die Mission. Ich glaube jetzt nicht, dass ihn das jetzt geisteskrank abfuckt, dass Justin Sunfaded gemacht hat. Weil, Digga, chill. Also, ich glaube, da ist jetzt keiner von uns, der das jetzt nicht versteht, oder? Ich glaube, da haben wir alle dieselbe Ansicht. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass er die Waschung erfunden hat, so einen auf den, ne? Aber ich denke eher, das ist so diese Marketingfilme, die er gerade ein bisschen geht. So, irgendwer meinte auch gerade im Chat, dass er noch was verlost in dem Video für gut und man muss Kommentare und so schreiben, dies, das. Er hat den Shop nochmal eben gezeigt, es verfügbar ist nochmal ausdrücklich gesagt. Ich denke ja, das ist ein bisschen diese Promo-Wave, ne? Und nicht irgendwie, dass den jetzt wirklich mies das abfuckt, weil das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass Max so sitzt und ich denke, Alter, Justin hat eine Sunfaded-Kollektion rausgebracht. Ich habe Sunfaded erfunden, der hat mir nachgemacht. So, das glaube ich jetzt nicht. Anderer und macht das gleiche. Ich schätze, ich mag's auch nicht ein. Weil über die Qualität brauchen wir, glaube ich, gar nicht Max reden. Ich habe das öfter in letzter Zeit Peso-Shirts in der Hand gehabt. Also,
wenn man das einmal wäscht, dann fühlt sich das an wie so ein altes Handtuch, das bei der Oma hängt. Dünner Stoff, wird rau, kann man das nur mal zum Putzen verwenden. Also, wenn ich da nur höre, wir haben... Ah, ich finde es ein bisschen unnötig, wie er hatet. Also, er ist ja unnormal am Schießen. Gegen Justins optische, gegen die Peso-Quali. Er schießt ja jetzt gegen alles da gefühlt und nicht nur gegen die Nachmacher angeblich. Die beste Qualität, da kommt mir echt... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das ist so ein Scam und Verarsche. Abgesehen von den Rip-Offs der Designs, du wirst niemals mit diesen Preisen, was ein Peso-Shirt in der Produktion kostet, wahrscheinlich 3 bis 6 Euro ohne Printing, wirst du niemals dorthin kommen, wo Luxus... Krass, 3 bis 6 Euro. So, also Gallery Department hat Maximilian nachgemacht. Was ist das hier für eine Brand? Keine Ahnung, hat Maximilian nachgemacht. Ronin hat auch Maximilian nachgemacht. Kith hat auch Maximilian nachgemacht. Hier, die sind auch nachgemacht von Maximilian. Also alle Sunfaded Codys, die es gibt, sind nachgemacht von Maximilian. Weil, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, was da seine Intention ist. Aber all das hier ist nachgemacht anscheinend dann. Naja, keine Ahnung. Wo auch meine Marke produziert. Es ist einfach eins zu eins ein Unterschied. Bitte jeder M&M-Kunde, schreibt es nochmal in die Kommentare. Man kann hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist einfach ein anderes Niveau. Und natürlich ist es auch eine andere Preisklasse. Ich habe noch nie wirklich Produktionspreise veröffentlicht. Aber unsere Shirts kosten nicht umsonst 107 Euro, weil alleine schon die Produktion ein Wahnsinn ist. Hier wird natürlich wieder günstiger, cheaper das Produkt kopiert und für die breite Masse verfügbar gemacht. Wer aber keinen Bock hat, kriegt... Morgen Ansage gegen Gallery Department. Ja, safe. Irgendeinen Rip-Off oder irgendeine Copy zu kaufen, der kann gerne auf das Original zurückgreifen. mmbernard.com. Jeder von euch, der mir jetzt seine stornierte Bestellbestätigung vom Peso schickt, auf info@mmbernard.com, kriegt von mir einen 20% Rabattgut. Hey, what the fuck? Was ist das denn jetzt für eine Wave? What the fuck? Was ist das denn jetzt? Du kannst doch nicht sagen, schickt mir eine stornierte Bestellbestätigung und ihr kriegt dann Rabatt von mir. Was ist das denn, Alter? Das wäre wie wenn jetzt, keine Ahnung, Cola einen Werbespot macht und sagt, yo, schickt uns Videos, wie ihr Pepsi in den Müll werft und ihr bekommt gratis Cola. So, what the fuck, was ist das für eine Wave? Also entweder ist es gerade ein mieser Spaß von ihm und ich hab so früh pausiert. Wenn er das ernst meint, dann finde ich das ganz, 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 ganz hart irgendwie, weiß ich nicht. Um sich damit das Original leisten zu können. Ich habe immer verfechtet, keine Fakes zu tragen. Warum hier sich einen günstigen Fake holen, wenn man für ein bisschen mehr Geld, bessere Qualität, ein langlebigeres Produkt und einfach das Original haben kann? Dafür stehe ich immer, dafür stehe ich auch jetzt noch mit meiner Marke. War Max nicht derjenige, der so Off-White-Hoodies und so als Fake hatte damals? Oder habe ich das falsch mitbekommen? Okay, nutze dieses Angebot gerne. Ich habe keinen Bock mehr, mich hier verarschen zu lassen. In seinem neuen Video das Original haben kann. Dafür stehe ich immer, dafür stehe ich auch jetzt noch mit meiner Marke. Nutze dieses Angebot gerne. Ich habe keinen Bock mehr, mich hier verarschen zu lassen. In seinem neuen Video lässt Justin uns zum Schluss nochmal wissen, dass er jetzt auf einem Retail-Game unterwegs ist. Er ist da in einem Store in Japan gelistet. Ich weiß jetzt nicht, warum das Japan sein muss. Sein Produkt kommt aus der Türkei. Da gibt es einige Stände am Stall, die auch Kopien verkaufen. Ich finde, da würde er viel besser reinpassen und dort wären wahrscheinlich die Absatzmengen auch höher als irgendwo in Japan. Aber ich wünsche ihm weiterhin alles Gute. Vielleicht kommt er irgendwann mal. Ja, safe wünscht Max ihm weiterhin alles Gute, wenn er möchte, dass man ihm Storno-Bestätigung schickt. Wieder mit eigenen Ideen, denn ja, vielleicht lässt er sich auch selbst was einfallen oder lässt es nicht andere machen. Das wäre mal eine Richtung, die ich mir für ihn wünschen würde. In diesem Sinne, Freunde, das war's von dem Video. Schaut vorbei auf mmbernard.com. Unter allen, die jetzt nochmal einen Kommentar da lassen, die schon ein M&M-Produkt haben, zur Qualität verlose ich nochmal ein ganzes Set von M&M. In diesem Sinne... Ja, das kann nicht mal. Justin wird dich hart verklagen. Ich finde den Front sehr unnötig. Ha! Digga, was ist das denn hier? Max ist wie Schalke, steigt nie in der Tabelle. Stark. Richtig schlecht kopiert, muss es ja viel lieber von Justin sein. Ich freue mich schon auf den Reaktionspost. Boah, hoffentlich reagiert Justin da drauf. Aber das ist halt genau das, was Max will, ne? Das ist halt genau das, was Max will. Und ich glaube, Justin wird es auch nicht machen. Weil Justin weiß, dass das ist, was Max will. Justin wird nicht drauf reagieren. Würde er nicht machen. Ich fände es sehr, sehr krass. Also ich fände es sehr unterhaltsam. Ich würde es gerne reinziehen. Also ich habe persönlich jetzt nichts gegen Max. Ich habe auch nichts gegen Justin. So, ich bin mit beiden Parteien unabhängig, ne? So, einen auf den. Aber ich find's, sag ich euch ja auch ehrlich, ich find's jetzt von Max' Seite ein bisschen lost, keine Ahnung. Also, weiß ich jetzt nicht. Schau die Insta-Story von Justin. Nee! Hat er was gepostet? Das wär jetzt krass. Das wär jetzt krass. Nein. No, when the beef just tastes like...
Digga. Jungs, Sonntag. Oh, hier ist die Story von Justin. Know when the beef just tastes like veggie. Jungs, ihr wisst, was wir am Sonntag machen, oder? Ihr wisst, was wir am Sonntag machen. Sonntagabend, Livestream. Also wenn das wirklich ein Video, also wird wahrscheinlich sein, wenn das ein Video gegen Max wird, boah, er darf nicht drauf reagieren. Also das, keine Ahnung. Ach Digga, ich will mich jetzt nicht so auf eine Seite stellen oder so. Ich will jetzt auch nicht schlecht gegen Max reden oder so. Aber ich sag euch auch ehrlich, ich finde das jetzt hier, finde ich hart los von Max. Also, am Ende Promo, die machen Collab, ja, genau so. Aber ich finde das Video, weiß ich nicht, also, ich finde alles an dem Video okay, soll er machen, aber diese Wave mit diesem schickt mir Storno-Bestätigungen und so, weiß ich nicht, Alter. Das, naja, das war's dazu. Ich bin gespannt auf das Video am Sonntag. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich bin gespannt. Also, ich habe ja eben auch gesagt, ich finde der Hoodie sieht geil aus. Ich finde der Hoodie sieht sehr, sehr cool aus. Aber, das ist, also, ich, ne, ach.